Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorbereitungsvideo auf die Inverted Classroom 2021, die ja gänzlich virtuell stattfinden wird. Die Anmeldung ist bereits offen. Der Link neben mir bringt euch direkt zum Anmeldeformular. Bitte draufklicken und anmelden. Wir freuen uns, wenn wir dann viele, viele Menschen im Februar virtuell begrüßen dürfen. Heute freue ich mich auch, dass ich bereits zwei unserer Referentinnen und Referenten hier begrüßen darf. Liebe Sabrina, lieber Patrick, vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt. Und ja, ich darf euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Sabrina Zeiter. Ich arbeite im Forschungsprojekt Roboprax an der Philipps-Universität Marburg als Projektkoordinatorin. Ja, mein Name ist Patrick Heinsch. Ich arbeite auch an der Philipps-Universität Marburg im Projekt Roboprax und ich bin verantwortlich für die Programmierung der Roboter und Instandhaltung von denen. Wow, da geht's gleich los mit Programmieren, mit Roboter. Unglaublich, ist natürlich gerade jetzt in Corona-Zeit absolut spannendes Thema. Ja, liebe Sabrina, dann was erwartet uns im Rahmen der Konferenz? Was präsentiert ihr uns denn? Ja, wir haben Workshops, wo wir Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden beibringen, wie sie humanoide Roboter des Typs Now programmieren. Und im Rahmen dieser Workshops haben wir festgestellt, dass eine Fähigkeit, die wir eigentlich als Grundvoraussetzung bei den Schülerinnen und Schülern und gut, bei den Studierenden ist es meistens vorhanden, aber bei den Schülerinnen und Schülern nicht so vorhanden ist. Und zwar, das ist, wir sagen immer, das sind Digital Natives. Die können mit Computern und mit allem super gut umgehen und besser als die Dozenten in der Regel. Wir haben aber leider festgestellt, dass das nicht wirklich der Fall ist. Die können mit ihren Handys super gut umgehen. Mit ihren Tablets können sie auch gut noch umgehen. Aber wenn es dann an den Laptop oder an den Computer geht, da fehlen ganz häufig gravierende Basiskenntnisse. Und das ist für uns, das hatten wir nie vor zu unterrichten und mit ins Workshop-Konzept einzufügen, wurde aber dann eine Notwendigkeit, dass wir das tatsächlich adressieren und die Schülerinnen und Schüler dementsprechend schulen, weil sie einfach Grundkenntnis, allein schon wie man das Keyboard benutzt, sowas konnten sie überhaupt nicht richtig machen. Sie sollten ein Sonderzeichen finden. Wo ist das? Wie finde ich das? Wie komme ich da dran? Wie speichere ich irgendetwas auf dem Computer? Was sind denn Ordnerstrukturen? Wo finde ich denn Ordner? Also wirklich grundlegende Dinge, wo man denkt, das müssen die doch können. Aber es ist einfach als Wissen nicht vorhanden. Was denkt sich ein Programmierer dann, Patrick, wenn man sowas hört? Ja, das ist sehr schön überraschend schon, wenn man sich dann anschaut, eine 10. oder 11. Klässler, wie Sabrina gerade gesagt hat, der hat wahrscheinlich eine PlayStation, eine Xbox daheim, einen Computer, aber dann heißt, wie kann ich denn das Fragezeichen oder die eckige Klammer machen oder wo ist das gespeichert? Das ist wirklich schon haarsträubend zum Teil, weil dann natürlich auch in den Programmen plötzlich findet man Dateinamen mit Leerzeichen und Umlauten und es kommen Probleme, von denen, die man nie erwartet hätte. Weil das sind Basiswissen, was Informatik oder Computer angeht, dass einfach zum Beispiel kein Ä drin ist. Und dann wirft der Roboter ein Problem aus und wir suchen ein Problem über 20 Minuten, nur weil der Schüler so einen Basisfehler gemacht hat, sagen wir mal. Okay, ja. Und genau über das wollt ihr dann auch bei der Konferenz mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen und ich nehme an, dann auch Lösungsideen entwickeln zum Beispiel. Ja, ganz genau. Also wir würden gerne einfach mal den Begriff Digital Natives zur Disposition stellen, auch vielleicht ein bisschen diskursiv davor gehen und mal gucken, wie die Erfahrungen denn unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Dann möchten wir natürlich unsere Erfahrungen präsentieren und gleichzeitig aber auch sagen, wie wir das angegangen sind, was für Lösungsansätze wir entwickelt haben, wie wir das in unserem Workshop adressieren und versuchen zu kompensieren. Super, absolut spannend. Danke, danke für diesen kurzen Einblick. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte anmelden dann auch für die Konferenz, wenn Sie an so coolen Workshops und Diskussionsforen wie diesem jetzt gerade vorgestellten teilnehmen wollen. Inverted Classroom and Beyond 2021 im Februar. Anmeldelink ist hier vorhanden. Vielen Dank nochmal an euch beide. Gesund bleiben und wir sehen uns dann im Februar. Danke. Wir freuen uns. Bis Februar. Bis dann.